Hi, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe geschrieben, dass ich mit euch sämtliche Interessen, die ich so habe, teilen will und deswegen mache ich jetzt mal ein ganz anderes Video. Und zwar stelle ich euch ein Buch vor. Das Buch hat den Titel Change mich am Arsch. Ich wünsche euch viel Spaß beim folgenden Video. Los geht's mit dem Video. Ich stelle euch heute ein Buch vor und zwar mit dem Titel Change mich am Arsch. So sieht das Buch aus. Ich hoffe, ihr seht's. Das Buch ist geschrieben vom Axel Koch mit dem Beititel Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter und sich selbst kaputt ändern. Der Beititel sagt eventuell schon ein bisschen was drüber aus, um was es in dem Buch geht. Also in dem Buch geht es prinzipiell darum, dass in der heutigen Zeit sich Dinge einfach immer schneller ändern. Es wird immer mehr und immer schneller geändert und die Mitarbeiter müssen jetzt irgendwie damit umgehen können. Weil im Prinzip können wir Mitarbeiter uns das ja nicht aussuchen. Also kannst du jetzt nicht zu deinem Chef sagen, nein, ich mache das nicht mit. Also du kannst es schon sagen und das ist im Prinzip dann auch das, um was es in dem Buch geht. Weil viele sagen ja, okay, wenn ich da nicht mitmache, dann verliere ich meinen Job und dann habe ich keine Lebensgrundlage mehr, weil ich verdiene nichts mehr, bla bla, Leberkäse. Ja, und das geht es im Prinzip in einem Buch. Also anfangen tut das Buch mit Praxisbeispielen. Im Prinzip geht es um Beispiele wirklich von Menschen, die mit Change-Prozessen nicht ordentlich umgehen haben können, denen gewisse Situationen quasi zu viel geworden sind oder ja, im Prinzip, wo sie einfach Schwierigkeiten gehabt haben. Und solche Beispiele aus der Praxis bringt er quasi am Anfang in seinem Buch. Die Beispiele wirken so ein bisschen überspitzt. Also vielleicht für jemanden, der noch nicht so viele Firmen hinter sich hat oder quasi bei der perfekten Firma ist jetzt momentan, für den wirken die Beispiele vielleicht so ein bisschen überspitzt. Ich habe jetzt auch nicht so viel Firmenerfahrung, aber ein paar habe ich schon hinter mir. Und ich muss sagen, in ein paar Praxisbeispielen, so absurd die jetzt klingen, finde ich mich wieder. Also muss ich sagen, habe ich schon erlebt und klingen krank, aber ich habe es leider schon erlebt. Also es gibt wirklich Firmen, wo das quasi so gelebt wird, wo das Alltag ist und wo die Leute natürlich auch drunter leiden. Genau, da geht es jetzt drum. Quasi die Praxisbeispiele zuerst und wie sich quasi Leute schlecht fühlen. Dann geht es darum zu analysieren, was ist passiert, was ist schiefgelaufen, was ist quasi von der Geschäftsführung schiefgelaufen, was ist von den Leuten schiefgelaufen. Es geht zum Beispiel darum, die Geschäftsführung hat eigentlich zum Beispiel, wie soll ich sagen, guten Gedanken verfolgt, sie wollte irgendwas machen oder der Abteilungsleiter und hat es aber in einer Art und Weise gemacht, die für die Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt einfach ist und nicht unbedingt positiv und dadurch haben die Mitarbeiter nicht so reagiert, wie er das wollte, die haben nicht so mitgezogen, wie er wollte, sie haben sich quergestellt vielleicht und quasi wie sich das dann mehr oder weniger aufsummieren kann, also wie das quasi schlechte Auswirkungen haben kann. Auf der anderen Seite geht es auch darum, Leute suchen ja immer Ausreden, also es heißt ja immer, ich kann nichts dagegen tun, ich kann mich ja nicht wehren, ich kann nichts sagen. Aus dem ganz einfachen Grund, die Leute haben meistens Angst um ihren Job, weil ich finde ja nie wieder einen Job, also wenn ich nicht bei meiner Firma arbeite, dann finde ich ja nie wieder was. Stimmt überhaupt nicht, um das geht es im Prinzip auch. Es geht natürlich auch darum, was man tun kann, wenn man jetzt wirklich nicht wechseln kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Kredit am Hals hat und man muss jetzt zahlen, man kann jetzt nicht wechseln, man kann jetzt nicht ohne Job dastehen. Was kann man tun? Wie kann man reagieren? Mein Auge dreht schon wieder. Das ist quasi die Mitarbeiterseite. Dann geht es auch um die Abstufungen quasi. Also, was ist der Prozess dieses Change? Was kann der im Menschen auslösen? Also es wird zum Beispiel behandelt, dass ihr kennt sicher diese Leute, die einfach Dienst nach Vorschrift machen. Da wird zum Beispiel auch behandelt, dass die Leute
am Anfang eigentlich schon ganz engagiert waren und wie quasi aus so einem engagierten Menschen eigentlich jemand werden kann, wie soll ich sagen, der sich quasi innerlich aufgibt und nochmal Dienst nach Vorschriften macht. Wie sowas passieren kann. Zum Beispiel durch Changes. Es wird dann behandelt und quasi auch damit Leute, die solche Leute in der Firma haben, die besser verstehen und nicht einfach sagen, ach, der war schon immer so oder so. Meistens waren die nicht schon immer so. Also früher waren die meistens engagiert und dann ist irgendwas passiert, die wurden irgendwie enttäuscht, haben sich dann aufgegeben, haben gesagt, okay, dann mache ich Dienst nach Vorschrift, bekomme mein Geld und ist okay. Sowas wird zum Beispiel behandelt. Ja, und es werden eben diese Abstufungen im Change-Prozess behandelt, was die im Menschen bewirken, was lösen die aus, was lösen die für Gefühle aus, wie geht es den Leuten dabei. Also wirklich, dass für Mitarbeiter und für Führungskräfte mehr oder weniger behandelt ist, dass das Thema wirklich erörtert wird, wo kommt das alles her, was hat das für Auswirkungen. Und es geht auch darum, quasi, wie ich, also man sagt immer, man kann alles werden, was man will. Es wird auch behandelt, dass das jetzt nicht unbedingt stimmt. Also man kann natürlich schon werden, was man will, aber man kann Dinge nur werden, wenn auch irgendwie das Wesen, der Charakter irgendwie dazu passt. Also ihr kennt ja sicher das Phänomen, die Eltern wollen von euch irgendeinen Job, dass ihr dann macht, also dass ihr eine Ausbildung macht, eine spezielle Schule und dann einen Job. Und ihr wollt es vielleicht nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr schon die geistigen Voraussetzungen, alles Mögliche dafür habt, aber ihr merkt irgendwann, es ist nicht so richtig eures. Also es kann sein, dass ihr natürlich das schon merkt, dass die Eltern es besser gewusst haben. Dann spricht das Ganze eurem Wesen. Wenn ihr aber dann immer so das Gefühl habt, ich weiß nicht, ich kann das zwar gut, aber irgendwie fühlt sich nicht richtig an. Dieses es fühlt sich nicht richtig an, ist oft das Problem, dass eure Persönlichkeit überhaupt nicht dazu passt. Ja, das wird zum Beispiel auch behandelt. Man kann alles werden, was man will, wo man sich aber nicht selbst dafür aufgeben muss. Ich meine, ihr erlebt es wahrscheinlich auch auf YouTube bei anderen YouTubern, dass sie dann irgendwann mal zum Beispiel eine Zeit lang ausfallen, weil sie sagen, sie sind auf so einem Selbstfindungsprozess, sie machen jetzt die Dinge, die die Leute von ihnen wollen, damit quasi die Videos ihre Klicks bekommen und damit die Leute ja ihnen ein Like da lassen. Aber irgendwann merken sie, das ist eigentlich gar nicht das, was sie machen wollten. Und sie sind irgendwie auf dem falschen Weg. Quasi, es macht ihnen irgendwie nicht mehr Spaß. Und das ist zum Beispiel dasselbe Phänomen. Also du machst dann schon was, du bist vielleicht gut darin. Es fühlt sich vielleicht bis zu einem gewissen Grad sogar gut an, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo ihr sagt, ja, eigentlich ist das jetzt nicht so meins. Ja, das wird eben auch behandelt, warum das so ist. Und ganz am Schluss gibt es noch das Kapitel, wie zum Beispiel, also wie das Verhältnis so ist. Es gibt dann so ein Diagramm mit den verschiedenen Phasen, also quasi, wie ihr erkennen könnt, in welcher Phase ihr seid, was das beeinflusst und damit ihr euch einfach präventiv quasi darauf vorbereiten könnt, ab dieser Phase, nee, bis dorthin ist okay und so weiter. Ist eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, mir liegt das Buch sehr am Herzen. Ich würde es euch empfehlen. Es ist auch nicht wahnsinnig teuer. Also ich finde es jetzt nicht so teuer. Ich habe es mir jetzt für meinen Kindle gekauft. Und ja, ich empfehle es. Ich hoffe, ihr schaut vielleicht mal rein. Man kann sich ja so eine gratis Leseprobe runterladen. Könnt ihr mal durchlesen und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, und in diesem Sinne. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ich würde mich natürlich auch voll freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.